Hallo liebe Freunde, heute machen wir mal wieder ein echter Klassiker aus Dutch Oven, Schichtfleisch. Wie ich das mache, könnt ihr meine Videos sehen, bitte nicht umschalten und bleiben Sie dran. Hallo liebe Freunde, heute machen wir Schichtfleisch. Ein Gericht für richtige Faulenzen. Ich habe schon in mehreren Videos erwähnt, ich mag alle Gerichte, welche sehr einfach ist. Und dieses Gericht Schichtfleisch ist richtig einfach. Und viele haben schon bei mir gefragt, also warum mache ich also keine Videos mit Schichtfleisch? Weil also viele machen das. Aber jetzt, wir sind in Quarantäne, also ich kann also nicht raus. Und deswegen also mache ich heute also dann von dem, was ich habe zu Hause. Und deswegen mache ich heute Schichtfleisch. Und fürs heutige Gericht habe ich also dann Schweinenacken genommen, das ist ca. 3 Kilo. Dann 3 Paprika, 4 bis 5 Gemüsezwiebeln und Kräuter. Normalerweise Kräuter mische ich letzte Zeit also selber, aber vor kurzem meine Tochter hat also als Geschenk bekommen, also vom Ankerkraut, und das ist Magic Dust zum Beispiel, also und Pfeffer Symphony, und deswegen habe ich mir gedacht, also dann mische ich ein bisschen noch selber, also und ich habe also dann in Magic Dust noch Pfeffer Symphony reingemacht und geräucherte Paprika. Das mische ich das alles also ganz einfach zusammen. Und mit diesem Gewürz mache ich dann komplettes Fleisch von beiden Seiten anstreuen. So, ich habe also ganze Vorbereitung noch gestern gemacht und deswegen, ich habe jetzt also schon fertiges Fleisch und das sieht sehr, sehr gut aus. Und nicht nur sieht, sondern auch riecht sehr, sehr gut aus. Und dann, ich habe Paprika in Scheiben geschnitten, Gemüsezwiebeln in Scheibe geschnitten und ich habe das alles also gestern noch vorbereitet, dass ich heute also dann wenig Zeit für alles investiere. So, und jetzt kann ich also das alles also schon reinlegen. So, am Anfang an, ich mache dann zuerst Zwiebel. Viele machen Bacon gleich also rein. Von mir aus, also ihr könnt also alles machen, also wie Ihnen gefällt. Aber ich mache ganz einfach Zwiebel. Ich habe das schon also bei mehrere Gerichte das auch gemacht. Ich habe schon fast Ähnliches gemacht, also mit Sperrips, und dieses Video können Sie hier sehen. Und im Prinzip, also das ist fast alles richtig gleich, und Sperrips hat also richtig sehr, sehr gut geschmeckt, auch also im Dutch Oven. Dann habe ich Rest ein bisschen Bacon. Das muss nicht sein, aber ich habe Reste und ich muss also die sowieso also verwenden. Und dann kommt Fleisch rein. Und bei diesem Gericht kann man mit Gemüse machen, sowas wie ich mache, also mit Zwiebel und Paprika, und kann man auch also ohne Gemüse, nur Fleisch, und kann man auch mit Kartoffel. Ich habe auch also mit Karotten zum Beispiel auch gemacht und hat es auch also gut geschmeckt. So, jetzt ich auffülle das alles also schnell wie möglich, weil meine Hände frieren schon. Ich habe mir gedacht, also vielleicht, also das wird zu wenig Fleisch, aber wie ich sehe, 3 Kilo grad
sehr, sehr gut reinpasst und sogar nicht alle Gemüse bei mir dann reinkommen. Das sieht aber gut aus. So, ich bin fertig und bei mir noch Gemüse geblieben. Und da sieht man so, wie das aussieht. Das sieht richtig perfekt aus. Und ich mache noch ein bisschen Barbecue-Soße. Ich habe ganz normale zum Beispiel genommen. Und ich mache noch ein bisschen Ketchup. Muss nicht sein, aber ich mache nur ein bisschen. Ich hoffe, das passt. Das sieht aber richtig sehr, sehr schön aus. Jetzt mache ich ganz einfach Deckel zu. Übrigens, bevor ich mit Dutch Oven angefangen habe, ich habe also mit pflanzliches Öl so ein bisschen überall aufgetragen. Im Dutch Oven drin und im Deckel auch. So, jetzt mache ich dann Grill an. Und die ersten 20 Minuten, ich mache also dann bei direkter Hitze. Aha, funktioniert. Also das heißt, in 20 Minuten, ich stelle ihn direkt auf dem Grillrost und fertig. Ich lasse ihn dann fast 2,5 Stunden also dann laufen und in dieser Zeit, ich kann alles machen, was ich will. Deswegen sage ich immer, also das ist so ein Gericht also für richtige Faulenzer. Aber funktioniert immer einwandfrei. Jetzt ist ca. 20 Minuten vorbei. Jetzt kann ich dann Dutch Oven umstellen, aber das riecht jetzt schon also nach 20 Minuten. So, jetzt kommt er nach oben. Und jetzt mache ich bei indirekter Hitze, das heißt linke Brenner, rechte Brenner auf Vollgas bei ca. 180-200 Grad und wird so ungefähr noch 2,5 Stunden, circa. Nach 2 Stunden schaue ich noch mal rein. Circa 1,5 Stunden vorbeigegangen. Jetzt schauen wir mal rein. Oh, kocht. So. Ah, das riecht aber sehr, sehr gut. Nachdem dass ich Grill aufgemacht und angeschaut, also wie das aussieht. Ich habe dann alle Brenner nochmal angeschaltet, dass der Grill schnell heiß wird. So circa für 5-7 Minuten, dann schalte ich wieder aus und bleibt wieder bei indirekter Hitze. Und diese Methode bei indirekter Hitze gefällt mir sehr, sehr gut, weil, sage ich auch warum, weil also da verbrennt gar nichts. Da kannst du also lassen und seine Sachen machen. So habe ich auch also mit Spareribs gemacht. Und bei 3 Stunden passiert absolut gar nichts. Wenn bei direkter Hitze zum Beispiel, das kann man auch machen, da muss man also ein bisschen aufpassen, weil also könnte also dann von unten ein bisschen verbrennen. So, jetzt ist ca. 2 Stunden 40 vorbei. Und da muss man richtig aufpassen, muss immer wieder anschauen, weil bei mir also zum Beispiel Flüssigkeit wurde ausgedampft. Nicht, dass da also Fleisch also dann zu trocken wird. Und da sieht man also, das Fleisch fällt auseinander und das gefällt mir sehr und riecht brutal gut. Ja, jetzt fällt nur grünes Zeug. Das mache ich noch mit Petersilien grob hacken. Ansteuern ziehen und ziehen wir unseren Dutch Oven raus. Tada! Oh, das sieht aber sehr, sehr schön. Und wenn die Fleisch also geht überall auseinander und das gefällt mir sehr, muss man noch Petersilien ein bisschen oben drauf. Meine Frau hat noch Kartoffelpüree gemacht als Beilage und das wird also richtig schön. Jetzt muss man noch probieren. Sage ich nur eins, so kann man schon also am Quarantäne sitzen, mit so ein Essen. Sage ich nochmal, Gericht ist brutal sehr, sehr gut und sehr, sehr einfach. Danke fürs Anschauen, ich wünsche euch Gesundheit, Gottes Segen, tschüss und bis nächstes Mal.